Also bevor wir da jetzt wirklich einen auf dicke Pantoffel machen, ne, will ich vorher noch ein paar Dinge herstellen eigentlich. Was kann ich denn überhaupt herstellen? Da hätte ich ja eigentlich gerne hier so ein Dämonenmittel und sowas, aber wir haben das Zeug gar nicht hier. Nährender Extrakt und so, das haben wir alles gar nicht. Weil das ist nämlich ganz cool. Oder Panzerhaut, Mega-Panzerhaut, aber das haben wir alles gar nicht. Durch was kriegen wir denn nährenden ins Extrakt? Keine Ahnung. Naja. Ist das Chat? Chat, wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Ja, passend zum Frühling. Alles klar. Ah, schön. Ja, warum auch nicht? So. Ja, machen wir eigentlich eine rosige Aussicht an, ne? Eigentlich, wenn dadurch die Kantine vergrößert wird, eigentlich ist das ganz gut. Wir haben auch kein Dämonenmittel mehr in der Objekttruhe, ne? Oder? Oder Nährstoffe oder sowas? Dämonenpulver haben wir. Ist kurzzeitig die Angriff verbessert, ja, aber es ist nur kurzzeitig. Mega Panzerhaut, das können wir schon mal mitnehmen. Das ist gut. Mega Panzerhaut ist immer gut. Schießpulver, Fischschuppe. Also wie uralte Tränke und Maxi-Tränke, die könnten wir auch alle mitnehmen. Und die Blitzkapsel nicht vergessen. Die sind immer gut. Da bin ich immer ein Fan von Blitzkapseln, wirklich. Dunkelkapseln, ja, nö. Dann nehmen wir auch noch ein paar Blitzkäfer mit. Dann können wir auch immer wieder welche herstellen. Beziehungsweise können ja nochmal schnell. Hier, das wäre Nährstoff. Immunisierer, Beschleuniger. Guck mal, hier können wir auch was machen. Machtsamen fehlt uns. Machen wir doch mal das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was da rauskommt, aber vielleicht ist es ja was ganz Gutes. Verringert Ermüdungserscheinungen, reduziert die Ausdauerabnahme kurzzeitig. Ja, kurzzeitig ist immer doof. Kurzzeitig ist immer so, dass es nur kurzzeitig ist. Was haben wir hier noch? Teleporter? Was? Ruft einen Flugdrachen und reise ins nächste gelegene Lager, auch während eines Kampfes. Was gibt's? So, mal sehen, was daraus wird. Diamantpille. Eine P Pille, die dir deine Haut vorübergehend diamantenhart macht. Okay. Was ist das? Mega-Fassbombe. Ja, gut. Nein, die möchte ich aber nicht in die Objekttruhe machen. Nee, das machen wir nicht hier. Ja gut, die ganzen Netze und sowas, da kenne ich mich sowieso absolut gar nicht mit aus. Muss ich sagen. Hier, schützt dich vorübergehend vor extremer Hitze. Wäre jetzt für den Kampf eigentlich ganz gut. Aber brauchen wir nichts. Okay. Gut. Warte mal, Herstellung. Warte, noch einmal ganz kurz. Moment. So, eine von denen können wir nämlich herstellen. Und dann haben wir jetzt noch jede Menge Blitzkäfer dabei. Dann wollen wir erstmal den großen Anjanya töten, wa? Den großen bösen Anjanya. Der ist jetzt ja nochmal böser. Die sehen jetzt ja alle so aus. Die sehen jetzt ja alle so aus. Was ist denn hier los? Das Frühlingsfest ist jetzt echt angekommen, wa? Komisch, dass es vorher nicht angekommen ist. Was haben wir denn hier Neues dazu bekommen? Nur noch betriebsblind. Okay, ja, nö. Wir machen unsere normale Aufgabe, wa? Rosige Aussichten. Warum nicht? Ein Anjanjad? Klar. Ja, weiß ich nicht, wo wir den finden. Wir machen natürlich mit Gutschein.
Ich bekomme langsam wieder Husten. Und wenn er dadurch die Kantine ausbauen will? Why not? Zack. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, baut er danach die Kantine aus. So habe ich es verstanden. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Aber ist mir geil. Einfach nur, weil ich eine andere Animation sehen will. Der Rest interessiert mich gar nicht bei der Kantine. Klar, Kantine ist echt sinnvoll und echt hilfreich. Weil wir allein schon, dass die 100% mehr Leben bekommen, wenn wir volle Zutaten haben und alles. Also eigentlich ist die Kantine echt nice, aber... Bereit. Los geht's. Anjanjat. Wir kommen. Ich bin gespannt. Maxi-Tränke, Steine. Grausamer Fischwürer. Achso, Gajau. Vitalitätswespe. Palico-Ausrüstung. Eisenhelmkrabbe. Was? Alter, sag das doch nicht. Du tust ja gerade so, als ob hier gerade... Blöde Kuh, Alter. Pass auf, ist überhaupt nichts los, ey. Du Arsch. Wie kann man mich verunsichern, weißt du? Pass auf. Ah, schön. Was war das denn für ein kleiner Scheißer gewesen? Sag mal, was bist du denn jetzt für ein Affe? Na, soll er da vorne irgendwo sein? Ja, da ist er. Da ist er und lässt ihn raushängen, da. Den dicken Larry. Na gut. Ich trinke das gleich mal, ne? Das erhöht alles. Die Blitzkapseln rüsten wir aus. Und die Mega-Panzerhaut hauen wir uns auch in den Latz. Bevor wir jetzt da in den Kampf gehen. Finde ich wichtig. Finde ich wirklich wichtig. Man weiß ja nie. Hey Arschloch, lauf nicht weg von mir. Oh, bist du geblendet? Oh. Wir können ihn immer nur auf seine kleinen Beinchen. Kann das sein, dass das hier Gift ist? Gift ist doof. Gift ist nicht schön. Wobei, ist er jetzt vergiftet? Sieht man irgendwo dran, dass er vergiftet ist? Aua. Okay, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen herausfordernder, ne? Weil Anjanjat groß. Wir kommen nicht überall ran, wo wir ran möchten. Weißt du, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Beweglicher. Weiß mich nicht. Wir schnitzeln natürlich immer schön seine Beine ab. Okay, er ist im Feuerspuckmodus. Das ist schlecht. Was ist das? Feuerspuckmodus ist immer ganz schlecht. Feuerspuckmodus ist immer ganz, ganz schlecht. Da habe ich noch ganz schlechte Erfahrungen mit. Aua. Mist, jetzt hat er uns ein bisschen. Er hat uns ein bisschen. Uah, wir sterben.
Wir sind betäubt! Ah, ich komm nicht weg! Du Arsch! Ich komm nicht weg! Lass mich weg, Mann! Ja, fuck, Mann! Der verfolgt uns! Huiuiuiuiui! Hui! Oh, kannst du mal wieder aus deinem Feuerspuckmodus gehen? Danke! Das wäre echt nett! Hui, das war jetzt schon ein bisschen gruselig. Ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich hasse das, wenn er Feuer spuckt. Ich meine, wir sind unter ihnen bestimmt am sichersten. So ist es ja wirklich nicht. Aber wir machen nicht erstaunlich viel Schaden auf ihn. Oh. Oh, lauf weg, ja, bitte. Oh. Hasse das, ey. Ich hasse das Vieh. Ich hatte natürlich keine Angst. Oh, das war knapp. Das war jetzt gerade eben verdammt knapp gewesen. Scheiß Feuerspuckvieh, ey. Nein, sein Schleim möchte ich jetzt nicht haben. Und diese kleinen Buckels da würde ich jetzt auch nicht antickeln. Diese Gaia-Japs oder wie die heißen da. Ja, und da ist er ja sogar, der wartet auf uns. Das ist ein netter Kerl. Ich sehe eigentlich gar nichts von ihnen, ne? Ich sehe, dass er ab und zu mal mit seinem Schwanz zuschlägt. Schon wieder in seinen komischen Modus da. Hey, wir haben seinen Schwanz berührt. Hey, wir haben ihm was gebrochen. Oh, er liegt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, jetzt liegt er schon nicht mehr. Oh, oh, er ist stinkig. Ist gut, danke, dass du hier bist. Ich hasse, dass man da Feuer hat. Ich hasse, dass man da Feuer... Aua, ich hänge fest. Na! Boah, wir haben die Vitalitätswespe bekommen. Wir sind gechillt. Ich muss sie noch ausrüsten, warte. Ich hau ab. Attacke! Das war ja wohl nix. Haha, getourholt. Will er jetzt auf mich sprengen? Ist ja scheiße. Wo will er hin? Der macht jetzt einen auf Jumpelord oder was? Hallo? Wow. Könnten wir. Wow. Wow. Verarsch mich. Wow. Wirklich. Wirklich. Ist echt scheiße von dir. Haut. Arschloch. Oder einfach ab. Na gut. Dackeln den hinterher. Ist einfach abgehauen. Wir haben ihn ein Teil gebrochen. Das ist schon mal ganz hervorragend. Das
Lass mich in Ruhe, Alter. Autsch, Mist. Zum falschen Zeitpunkt. Wir haben ihn. Warte, hampel nicht. Ich würde ihn echt gern sein Nasending brechen, muss ich sagen. Hampel nicht, du brennst. Oh, da hinten kommt Bauer. Toll. Hallo Barot, ciao. Ihr wollt doch bestimmt gegeneinander kämpfen, oder? Bestimmt, ihr seid doch richtig stinkig aufeinander. Ja, bekämpft euch. Nein, nicht mich. Kann nicht sein. Danke, Anjanja, das hat mich gerade abgehalten. Das hat gerade ein bisschen... Entschuldigung, Gabarot, ich wollte jetzt echt nicht dein Teil brechen. Einfach drauf, ist doch egal. Ich weiß nicht, was hier los ist. Einfach drauf. Was macht denn der jetzt? Wälzt er sich? Süß. So ein süßes Ding. Dankeschön. Nein, er hat schon wieder sein Hörnchen auf. Autsch. Autsch. Schön. Dass er immer genau dann hampeln muss, wenn er liegt. Das ist so fies. Autsch. Autsch. Na, natürlich. Warum ist man eigentlich immer dann betäubt, wenn man kein Leben mehr hat? Warum ist man immer genau dann betäubt, wenn du nur noch ein fucking Fickleben hast? Genau dann bist du der, der betäubt ist, weißt du? Genau dann. Genau dann überlegen sie sich, wir machen das genau mit der Betäubung, dass du dann genau da am Ende bist. Diese arschgefickten Suppenhühner, ey. Meine Güte. Das muss doch nicht sein. Halt deine Fresse, Mann. Genau dann immer, weißt du? Mann, riecht mich das auf. So. Gott sei Dank haben wir so einen Trank, dann können wir wenigstens unser Leben. Und leider haben wir jetzt nicht irgendwie Angriffsplus oder sonst irgendwie sowas. Mann. Ah. Genau dann immer, weißt du? Genau immer dann. Machst du? Ah, Spinnen, ey. Stinken total. Nein. Guck mal, da läuft er und macht sich einen tollen, du weißt du? Arschloch. Ich bin froh, dass wir wenigstens noch ein paar Fußspuren haben. Oh, guck mal, der ist ganz angeschlagen. Und guck mal, der ist ganz traurig, weil er uns wehgetan hat. Guck mal hier. Arschloch. Mann, da.
Halt deine Fresse, Bro. Schrei mich, gefällt. Was ist denn das da jetzt? Was zum Teufel ist denn das? Wer bist denn du? Ein Baselgusel. Ich will nicht gegen einen Baselgusel. Wie auch immer das Ding heißt. Das da ist mein Monster. Nicht der Baselgusel. Lauf, Alter. Ein Baselgusel ist hinter uns her. Ne, doch nicht. Kein Baselgusel. Okay. Ich dachte jetzt, ey. So, Anjanjat. Mensch, so verletzt. So voller Auerbubu. Was denn jetzt? Geiler Jump. Guck mal, kann ich auch. Yeah! Hey, Bros. Wir haben Barot gebrochenes Teil. Schlecht. Oh nein, er ist jetzt Staubsauger, ne? Voll das geile Zeug. Haben wir noch mehr Bombenkapseln? Die waren ganz cool. Die haben ihn nämlich auch ein bisschen aus seiner Fähigkeit rausgebracht. Habe ich zumindest das Gefühl. Mein Gefühl träufelt mich nie. Hä?